Oha, wo sind wir hier gelandet? In Assassin's Creed Mirage. Wir kommen dem Finale jetzt wirklich näher. Ich weiß, das habe ich vor 2 Folgen schon mal gesagt, aber ich glaube mittlerweile viel fehlt hier nicht mehr. Es wird Zeit, dem ein Ende zu setzen. Jetzt den Todessprung hier runter oder was? Ich kenne dich jetzt. Ich sehe dich als das, was du bist. Bild aus einem anderen Leben. Und dort wirst du auch bleiben. Das hier ist erst der Anfang. Für uns. Das, was vor uns liegt. Ein tieferes Verständnis für die Welt, die hinter uns liegt. Und unseren Platz darin. Mein ganzes Leben rang ich damit, wer ich war. Wer ich sein sollte. Und da warst du. Die ganze Zeit. Der Teil von mir, dem ich mich widersetzte. Eine Spiegelung dessen, was wir einst waren. Und was wir wieder sein werden. Uns erwartet so vieles. Eine neue Welt. Ich zeig sie dir. Ich werde dich nie wiedersehen, oder? Werde ich allein sein? Du bist niemals allein. Die Zeit ist vergangen. Thank you.
Es ist vollbracht. Du hast deine Wahl getroffen. Nun treffe ich meine. Leb wohl, Roshan Bindla Ahad. Es war mir eine Ehre. Komm, Basim. Wir haben viel zu besprechen. So sei es, Mentor. Dieses Gefängnis, an die Qualen, die ich hier erlitt. Jahrelang schwelte sie in der Dunkelheit und meinen Träumen. Im Gewand eines Djinns, der mich heimsuchte, zersetzte, bis er auch meine Wachenstunden verschlang. Doch ich stellte mich der Vergangenheit, dem Schmerz, nahm ihn an. Einst legte ich meine Haut ab, an einem anderen Ort, einer anderen Zeit. Nun bin ich wieder ganz. Ich erinnere mich. Und jene, die mich in Ketten legen wollten. Sollte noch jemand von ihnen auf Erden wandeln, so freue ich mich auf unser Wiedersehen. Doch bis zu jenem Tag wartet eine neue Welt. Thank you.
Spiel Plus verfügbar. Ja, wir sind jetzt durch mit dem Spiel tatsächlich. Wir sind zurück in Bagdad und können hier jetzt noch Aufgaben fertig machen für die Platin. Das werde ich auch offline tun. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei diesem Let's Play. Wie gesagt, der Anfang fehlte für euch, weil es auch gar nicht geplant war, dass ich dieses Spiel irgendwie im Internet zeige. Ich wollte das eigentlich für mich spielen, aber so ist das halt manchmal. Ja, das Feedback zu diesem Spiel lasse ich jetzt einfach mal offen. Ja, wie gesagt, ihr habt den Anfang auch hier nicht mitbekommen, deswegen ein bisschen schwierig, da jetzt ein allumfassendes Feedback euch zu geben, wenn ihr den Anfang nicht kennt. Ich mochte das Spiel optisch sehr gern. Ich mochte die Quests. Ich mochte das Spiel wirklich sehr. Inhaltlich ist es für mich nicht irgendwie, also nicht so richtig erklärt. So richtig verstanden wahrscheinlich auch einfach, weil jetzt viel zu viel Zeit dazwischen lag. Aber wenn es einfach nur um die Optik des Spiels geht und um das Spielen an sich, bin ich ein Riesenfan. Hat sich jetzt hiermit erledigt. Ich kann mit Darwish noch ein paar Sachen machen, da freue ich mich auch drauf. Genau, dass ich hier nämlich überall noch 100% abschließe in den einzelnen Stadtteilen. Da freue ich mich drauf. Das mache ich aber, wie gesagt, in Ruhe und allein offline. Und ja, danke fürs Zuschauen. Rassim und ich sagen tschüss und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Macht's gut, einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Bye, bye.